Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr nach allen Patches wieder den XP Botlobby Glitch machen könnt. Und zwar gibt es hier einige Sachen zu beachten, Leute. Der Host muss ein Konsolenspieler sein, damit sich am Ende der Runde die ganzen Tarnungen und so speichern. Und die Botlobby, also das Game hier, geht entweder 10 Minuten oder bis ihr 100 Kills erreicht habt. Ich werde euch das Ganze jetzt aus der Sicht des Hostes zeigen und euch dabei erklären, was euer Kumpel zu tun hat. Und zwar geht euer Kollege auf Mehrspieler hier in diese Lobby, Leute, und ihr geht auf Gegenbots. Hier drückt ihr jetzt nochmal auf die Pause-Taste, die Optionstaste, und sagt euren Kollegen, dass er euch einladen soll. Wenn die Einladung von eurem Kollegen dann kommt, dann geht drauf, Leute, drückt auf Spielerdetails ansehen und sagt ihm, er soll euch wieder einladen. Und wenn die zweite Einladung da ist, geht ihr wieder auf Spielerdetails ansehen, so wie ich, und euer Kollege muss euch noch ein drittes Mal einladen. Bei der dritten Einladung tretet ihr euren Kollegen dann bei, also nehmt die Einladung an, und wenn ihr dann drinne seid, dann seht ihr, dass ihr wieder in diesem Gegen-Bots-Fenster drinne seid und die Einstellungen weg sind. Jetzt drückt ihr nochmal auf Einstellungen und sagt euren Kollegen, dass er verlassen soll und die Party mitnehmen soll ins Hauptmenü. Dann müsst ihr wieder auf Option drücken, weil ihr wieder aus diesem Einstellungsfenster rausfliegt. Also drückt wieder auf Einstellungen drauf, Leute. Und wenn ihr das gemacht habt, muss euer Kollege auf Zombies wechseln. Nachdem euer Kollege auf Zombies gewechselt ist, wird dieses Einstellungsfenster wieder weggehen. Und jetzt muss euer Kollege auf Privat gehen, ein privates Ausbruchspiel starten. Und wenn er das Spiel gestartet hat, kommt ja oben der Timer, Leute. Und wenn der Timer auf 28 Sekunden ist, verlässt euer Freund alleine die Lobby und joint euch direkt wieder nach. So, ihr könnt schon mal hier auf Karte wechseln gehen nach unten. Und wenn euer Kollege wieder drin ist, dann müsst ihr hier in dieser Kartenliste ganz nach unten gehen und Golova auswählen. So, also wartet, bis euer Kollege da ist, Leute. Und wenn er dann da ist, drückt hier auf Golova, bestätigt das Ganze, drückt noch einmal drauf, geht auf Team Deathmatch und auf Spiel starten, Leute. Hier müsst ihr jetzt auf Sozial gehen, auf Party verwalten und ganz schnell hier unten die Party verlassen. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann wartet nur noch, bis die Map geladen hat und ihr joint dann in das Spiel. Wenn ihr dann nun hier auf der Map seid, dann empfehle ich euch, packt in eure Klasse eine Granate rein, damit ihr euch selbst töten könnt, weil ihr müsst euch jetzt erstmal selbst töten. Und falls ihr vergessen habt, euch eine Granate reinzupacken, dann könnt ihr einfach hier komplett out of Map laufen und euch von der Barriere hier töten lassen. Wenn ihr euch beide dann getötet habt, dann spawnt ihr hier oben und hier könnt ihr euch dann wie gewohnt gegenseitig töten und eure Waffen leveln. Falls ihr nicht beim ersten Mal direkt hier spawnt, nachdem ihr euch getötet habt, tötet euch einfach noch einmal, bis ihr dann hier spawnt, Leute. Noch ein kleiner Tipp, falls ihr eine Gasmine oder einen Geschütz habt, dann platziert den hier. Und wenn ihr dann auf die andere Seite geht, am besten so wie ich, hinter diese Mauer, dann wird euer Kollege ganze Zeit vor euch spawnen und ihr könnt viel schneller die Kills machen. So, das war's dann auch mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben und nichts verpassen wollen, können jetzt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.